Liebe Gäste, guten Abend. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich heute hier seid. Das ist eine sehr schöne Aufstellung geworden. Und besonders freut mich, dass in dieser kurzen Zeit, 2,5 Wochen, das ist recht kurz für eine Aufstellung, es ist, und trotz doppelten Streik, was vielen Leuten problematisch war, bis nach Kassel zu kommen, bin ich hier oft einmal gewesen und es ist wunderbare Begegnungen stattgefunden. Sie, unter anderem habe ich wirklich auch neue Freunde kennengelernt, auch Künstler kennengelernt. Heute wird ein Musiker, ein Armenier aus USA, Alex Baboyan, uns mit dem Tar sich vorstellen. Das ist ein besonders schöner Einlass. Sie sehen, der stimmt schon sein Instrument in dem Raum. Was kann schöner sein, dass eine Kunstausstellung animiert Leute für weitere Sachen? Diese Ausstellung findet statt in Berlin. Da sind Künstler vertreten, die sowohl in Deutschland leben, als auch in Italien, in Schweden, in Frankreich, in Armenien, in den USA. Und Sie können sicher sein, dass heutzutage, wenn die Leute vernetzt sind durch soziale Medien, durch Kommunikation und Internet, diese Ausstellung wird auch in all diesen Städten wahrgenommen. Und jetzt auch in Biennale Venedig findet statt eine große Ausstellung. Ich freue mich, dass armenische Pavillon hat den Golden Globe bekommen. Das ist eine sehr hohe Auszeichnung und bei dieser Ausstellung sind auch zwei Künstler vertreten. Das ist Dilber Mukherjan und Mikhailo Hanjanyan mit der Skulptur. Sie sind auch jetzt in Venedig vertreten mit einer Ausstellung, bis Mitte November läuft die. Wir haben für diese Ausstellung auch ein kleines Text verfasst, auf Englisch und auf Deutsch, was im Anhang hängt, im Eingang. Ich werde nicht jetzt einen großen Vortrag halten, wer Interesse hat, detailliert. Wir hatten extra eine Gelegenheit bekommen, einen wunderschönen Kinosaal, viele, viele Bilder noch zu zeigen, wie die Künstler arbeiten, wie sie miteinander kommunizieren. Und das ist einfach eine Möglichkeit gewesen, die Künstler in einer Linie zu zeigen. Und das, was sehr besonders ist, an zeitgenössische armenische abstrakte Kunst vorstellen zu können, in Vorläufen, durch den klassischen Abstraktion, durch abstrakte Kunst und auch in der Auflösung praktisch jüngerer Künstler, die noch einen Schritt weiter gehen. Und in dieser Form gab diese Ausstellung noch nicht. Es gibt Interesse, die auch in den anderen Orten zu zeigen. In dem Sinne vielen herzlichen Dank für die Organisatoren, dass diese Möglichkeit gegeben war. Und ich hoffe, dass dieses Format durch die armenischen Kulturtagen wird auch weitergehen und es ist sicherlich noch sehr viel zu entdecken in armenischer bildender Kunst. Und ich hoffe, wir werden auch nächstes Jahr vielleicht auch eine schöne Aufstellung sehen können. Dank auch an eure Unterstützung, weil natürlich Kultur entsteht nicht im leeren Raum. Das ist schon sehr wichtig, ist, dass Leute auch die Interesse zeigen. Also vielen Dank an euch alle.